público no se os escucha, ¿qué pasa? Come on, louder! Come on, make some noise for them! La, 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 la. Ja, wir sind halt einfach ein Haufen Freunde und nee, ich glaube, wir sind da eigentlich schon einzigartig. Haben eigentlich alle noch so unseren Job und betreiben das ja eher so als ambitioniertes Hobby, würde ich mal sagen. Ja, wir sind in Barcelona. Es ist ein bisschen windig heute, aber warm. Also eigentlich beides nicht so geil für einen Halbmarathon. Für uns halt ein Highlight. Meine Teamkollegen wollen versuchen, den deutschen Mannschaftsrekord zu knacken. Super wäre es, wenn von uns mindestens einer das schafft, zur Europameisterschaft mitzukommen im Halbmarathon. Ja, der Basti ist unser Macher oder auch Manager, kann man sagen. Der Simon ist so der Mittelstreckler bei uns im Team. Als Geschäftsführer von Scholarbook kennt er sich in der Leichtathletik super aus. Also der Julian ist halt einfach eine harte Sau. Das ist, glaube ich, derjenige von uns, der mit Abstand am meisten trainiert und aushält und am wenigsten schläft. Ja, der Paul ist natürlich auch einfach ein Original, ne? Der macht das mit dem Laufen irgendwie so nebenher. Der läuft halt irgendwie abends in die Bar, trifft ein paar Leute, läuft dann irgendwie wieder zurück. Der Andreas, der kann eigentlich überhaupt nichts. Der Strassi ist für uns wahrscheinlich alle das größte Phänomen. Jetzt mit 36, 37 Jahren dann noch seine Bestzeiten rennen. Aber irgendwie auch der Junggebliebenste im Kopf. Ja, der Sven, der ist auch wieder back in the game. Bin der Hobby- und Breitensportler im Team. Oder wie ich auch manchmal genannt werde, der Dicke. Also wenn wir morgen alle scheiße laufen, liegt's nicht am Andreas am Übergewicht. Hey, das ist gemein. Sondern am fehlenden Rückenwind. Das sind große, breite Straßen, ähnlich wie in Berlin. Guter Belag. Es ist eine absolute Weltklasse-Strecke. Schon auch unterbewusst zu wissen, hier steht der Frauenweltrekord, macht einen auch das Gefühl, hier selbst auch schnell rennen zu können und stärkt das Selbstbewusstsein. Ja, die Jungs, der Julian, der Simon und der Basti kämpfen ja alle mit der 64-Minuten-Marke. Und das ganz große Ziel ist die Qualifikation für die Europameisterschaften in Amsterdam. Ja, und da werden wir morgen die Beine in die Hand nehmen, dass wir da möglichst die Normen, die uns der Deutsche Leichtathletikverband da auferlegt hat, dass wir die möglichst unterbieten. Vor Sonnenaufgang wird dann Auftakt gemacht, entsprechend das Frühstück gegessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Beim Halbmarathon kommen wir in einen Bereich rein, auch von der Leistungsphysiologie, bei dem Ernährung ganz, ganz wichtig ist. Und ab 8.45 Uhr um sein Leben rennen. Der Julian läuft einfach mal los und schaut, wie er sich fühlt. Der Basti wollte eher ein bisschen vorsichtiger angehen. Ich möchte gerne meine Bestzeit verbessern im Halbmarathon. Stellen wir uns eine Zeit im Idealfall unter 70 vor. Halbmarathon ist einfach ein hocheffizienter Flow, so würde ich es vielleicht bezeichnen. Eine niedrige 30er Zeit für die ersten 10 Kilometer wäre ich schon bereit mitzugehen. Wenn man gar keine Gruppe hat und es ist windig, dann ist es halt sau schwer. Und alleine dann da 20 Kilometer gegen Wind anrennen, dann wird einfach nicht die ganz große Leistung bei rausspringen. Bestzeit gelaufen, 64,17 ungefähr müsste es gewesen sein. Die anderen drei sind nicht so super zufrieden, aber ja, alles in allem denke ich, war es trotzdem eine ganz gute Teamleistung. Ja, dass ich so weit weg war von meinem Ziel, was ich mir heute gesteckt habe. Und ja, aber auch gut. Wenn es nicht fürs Team gewesen wäre, dann wäre ich heute auch, glaube ich, nicht durchgelaufen. Ich denke, das ist noch ein längerfristiges Ziel. Aber man muss ja auch Aufgaben haben. Na? Und die Mannschaftszeit ist immer noch ziemlich gut, denke ich. Das ist der beste Tempomacher. Kurz auslaufen, duschen und ab in den Pool. Das ist einfach cool, so mit einer großen Gruppe zusammen zu reisen und nicht nur den Wettkampf zu haben, sondern auch drumherum Spaß zu haben. Man schöpft wieder Energie aus dem ganzen Wochenende, obwohl man sich einmal eigentlich komplett leer läuft.